Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind hier am Drechen. Der Harry, der wollte mal eine kurze Pause machen. Da habe ich ihm gesagt, komm, mach mal eine Pause. Dem geht's heute nicht so ganz so gut, ne? Hat man schon gesehen. Da habe ich gesagt, komm, machst du eine Pause, ist in Ordnung. Ich dresche dann mal so lange weiter für dich und das machen wir jetzt auch. Und ja, wir sind schon dabei, ne? Wir sehen es ja schon. Wir sind dabei. Am Drechen. Mit dem GPS-System habe ich mir gedacht, komm, das nutzen wir mal. Das ist doch recht spät. So, und jetzt rum hier. Uiuiuiui. Einmal rum. So, das nutzen wir. Und dann kommen wir auch an unser Ziel. Dann kommen wir auch an unser Ziel auf jeden Fall. Ja. Dauert zwar noch ein bisschen, aber so ist es halt. Und wenn der liebe Harry halt mal eine Pause machen möchte, dann soll er dies doch auch bitte tun. Denn dem geht es heute nicht so gut, ne? Und wir haben einen Häcksler bekommen. Wir haben einen Häcksler bekommen. Der Landhändler hat angerufen. Vor ein paar Minuten. Hat er angerufen und hat gesagt, ey, ich habe da was für dich. Das könnte dich interessieren. Es ist ein Häcksler. Mit dem, denke ich mal, kannst du arbeiten. Ich dachte mir, jo, warum nicht? Guckst du dir mal an, ich war noch nicht dort. Ist so ein Frontladeaufbau, hat er gesagt. Ist ein Frontladeaufbau. Hat er mal... So. Ja, ist halt ein Frontladeaufbau, aber das... Stört mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Hauptsache, wir können häckseln, das ist das Wichtige. Und ja, dass wir den Hänger mit dem Holz dort hingestellt haben, ist auch vollkommen in Ordnung. Hat er gesagt, ist kein Problem. Also auch gut. Wir werden dann das Ganze häckseln dort. Er hat uns sogar noch einen Anhänger dazugestellt und ich habe nochmal mit der Bank gesprochen, dass wir noch ein bisschen Geld kriegen. Das haben sie mir auch gleich freigeschaltet. Somit haben wir jetzt nochmal ein bisschen Geld, weil na, wir haben jetzt den Drescher. Ein sehr, sehr wichtiges Utensil, aber wir brauchen natürlich auch noch ein Sägewerk. Ohne Sägewerk können wir da natürlich auch nicht wirklich was machen. Dementsprechend, ich glaube, wir machen doch wieder die lange Bahn auch noch. Ja, wir gehen jetzt noch einmal hier rum. Und Depot, ja, nicht ganz. Dementsprechend, ohne Sägewerk geht gar nichts. Wir haben einen Grupper, das ist alles schön und gut. Das ist halt ein kleines Teil, aber für den Anfang muss der jetzt halt auch mal reichen. Und ansonsten... Ja, haben wir jetzt soweit alles, glaube ich. Sonst brauchen wir momentan eigentlich an sich nichts. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, was wir aktuell noch brauchen könnten. Deswegen denke ich, ist das ja vollkommen in Ordnung so. Einen gescheiten Drescher. Ja, aber der muss jetzt erstmal reichen. Ein Sampo. Jetzt nicht so ein Modell, was ich gerne fahren würde, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dann doch eher so der, na, ich weiß nicht, der New Holland Fan oder eben auch der... Oder eben auch der, na, wie heißt es, der Glas Fan. Aber für den Anfang müssen wir uns damit zufrieden geben, was wir haben. Und wenn das halt mal heißt, ein New Holland zu fahren oder eben ein Sampo zu fahren, dann machen wir das. So. Dann fahren wir mal darum. Die Bahn können wir laut GPS, glaube ich, sogar auch anpassen. Genau. Und dann haben wir das auch sogar. Mal so. Ja,
auch Drecharbeiten gehören nun mal dazu. Der Rest erfolgt natürlich auch noch. Ist alles ein bisschen im Aufbau jetzt noch bei uns hier, ne? Und ist gar nicht so ganz rosig. Wir machen jetzt mal eine Bahn so. Verlieren wir zwar einiges jetzt erst einmal, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Mein Traktor, da steht da hinten. So, da haben wir noch schon einiges. Sehr schön. So. Ja, so können wir gemütlich arbeiten. Aber wir müssen auch gleich abtanken. Das ist das große Problem jetzt gleich. Wobei wir könnten es vielleicht noch durchschaffen, wenigstens. Können wir gleich sehen. Also die Arbeiten sind jetzt noch ganz klar, was wir noch machen müssen. Wir müssen natürlich die Schafe noch versorgen. Wir müssen natürlich uns dann um die Kühe kümmern, wo wir die holen können. Aber das machen wir jetzt erst einmal alles nach und nach. Das ganze Raps, was wir jetzt hier sammeln, werden wir verkaufen. Definitiv. Dann hat der vom Dieselwerk, also vom Biodieselwerk, schon angerufen und hat gefragt, ob wir nicht mal da kurz nochmal vorbeikommen könnten und das Ganze... das ganze, sagt mir es mal, das ganze Diesel, Biodiesel, ihm umlagern könnten. Das wäre, ja, laut seinen Aussagen sehr, sehr freundlich. Und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Oh oh. Und so entstehen solche Miseren. So, das werden wir auf jeden Fall noch tun. Da muss ich bloß gucken, dass wir... Wir haben nämlich gar keinen Tank eigentlich aktuell, den wir dafür nutzen können. Da muss ich nochmal gucken, was wir da machen können. Da muss ich nochmal gucken. Wir haben den Wassertank natürlich, den Wassertank, aber das war es auch schon. Den Dieseltank haben wir, glaube ich, noch gar nicht geholt. Weil er hat hinten ja zwei große Tanks stehen, wo das Ganze eingelagert wird, aber das automatische Einlagerungssystem scheint nicht mehr zu funktionieren momentan. Und der Techniker, der wird jetzt erst wohl, hat er gemeint, so in 2-3 Wochen kommen, und so lange kann er natürlich nicht warten. Ja. Das Diesel, Biodieselwerk muss natürlich weiterlaufen. Er hat, glaube ich, sogar nochmal Schmiermittel ein bisschen für uns, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir können mal vorbeifahren, und wenn der Hänger dann vielleicht vorne voll ist, dass man dann mal vorbeifährt. Und mal kurz schaut, was da Sache ist. So, ich hole mal gerade den Direktor. Dass wir da mal schauen, was da vielleicht Sache ist. Wäre ja gut, wenn wir ihm helfen können, würde ich sagen, ne? Einmal an. Und dann fahren wir mal schnell hin. Da rein. So. Gleich leer sind, fahren wir weiter. Ja, müssen wir mal schauen, wo wir das Ganze machen. Das Licht können wir mal ausmachen. Das Rohr auch wieder einfahren. So. Und einmal rup. Bin auch mal gespannt, wann wir dann dieses Feld bekommen. Wann das dann freigegeben ist für uns wieder. Da muss ich nochmal genau in den Pachtvertrag gucken.
Ja, und da bleibe brauche ich natürlich auch noch ein Häuschen oder eine Wohnung, irgendwas. Da habe ich mit dem Herrn Schmidt nochmal kurz gesprochen. Der hat da wohl was, hat er gemeint, was er mir anbieten kann. Da will ich nochmal gucken auf jeden Fall. Weil ich bin ganz ehrlich, auf dem alten Hof, in diesem doch recht kaputten Gebäude, da ist alles so richtig zugig. Da zieht es wie sonst was. Und irgendwas, irgendwo muss man dann doch schon in Ruhe, ja, schlafen können. Die Möbel, die werden jetzt bald gebracht. Ich glaube, in ein paar Tagen wollen sie die Möbel bringen von mir aus der alten Wohnung. Das ist alles geklärt und ja, bis dorthin brauche ich auf jeden Fall dann hoffentlich schnell was Neues. Aber ich denke, wir finden da schon noch was hier. Zurück. Die Tour, die können wir noch, glaube ich, fahren mal schnell. Haben wir das schöne neue Teil auch schon dreckig da. So ist das. Mit dem Logistikzentrum muss ich dann auch nochmal sprechen, beziehungsweise mit der Bäckerei muss ich nochmal auf jeden Fall sprechen, was die jetzt genau für Warenlieferungen benötigen. Dass wir denen dann das absolut Richtige liefern. Aber als nächstes, wenn das Feld hier abgearbeitet ist, müssen wir uns erst einmal um die Holzsachen kümmern, also um das ganze Holz, was wir haben. Denn vorher bringt uns das Ganze alles nichts, deswegen darum müssen wir uns auch noch kümmern. Aber jetzt haben wir erstmal gleich das Feld hier abgeerntet, hoffe ich. Und dann hoffe ich, dass es dem Harry wieder ein bisschen besser geht. Wäre nicht schön, wenn nicht. Denn wir brauchen ihn. Auf jeden Fall. Ich versuche auch da drüben die Felder zu bekommen. Na, hier die 44, 45 und 46. Seht ihr ja auf der Karte hier da. Sieht man sie ja. Die würde ich gerne haben. Das sind schöne große Felder. Mit denen können wir gut arbeiten. Dann hätten wir hier so einen kleinen Feldverbund direkt im Umkreis, könnten hier immer und immer wieder arbeiten, könnten den Drescher zum Beispiel hinten beim Hof hinstellen, beim Stall hinstellen von den Kühen. Wäre auch auf jeden Fall gut. Nein. Einmal da rum. Und könnten dann da eben den Drescher hinstellen oder vielleicht den Drescher da hinstellen. Das sehen wir noch. Aber erstmal müssen wir arbeiten. Viel Raps abernten, die anderen Felder abernten, neu bestücken. Das dauert alles noch ein bisschen. Und wird uns noch einiges an Zeit kosten, denke ich. Aber zumindest haben wir den Vertrag. Das ist wichtig. Der Hof gehört jetzt offiziell uns. Wir können jetzt richtig hier arbeiten, können jetzt ja, richtig an die Sache rangehen auch. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Da ist nichts
Da ist nichts. Moment. Oh. Nehmen wir einfach mal hier hoch kurz. Und reihen uns dann hier wieder ein. Also ganz funktioniert das GPS-System ja hier jetzt bei diesem Drescher nicht, muss ich sagen. Aber egal. Ja, ich habe ja auch noch sagen lassen, dass es hier sehr, sehr oft Probleme mit Wildtieren gibt in den Feldern. Hoffen wir mal, dass wir da nicht auch noch irgendeins treffen. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber momentan sind wir zum Glück verschont davon. So. Im Tank ist auch noch genug Platz. Sehr gut. Sieht doch alles gut aus. Müssen wir hin. Können die Bahn nochmal neu anpassen. Meine Freunde, wir machen das Ganze jetzt hier fertig. Also ich mache das Ganze jetzt noch fertig. Hoffe, dass der Harry dann wieder kommt bis dorthin. Ich hoffe sehr, dass der dann wieder da ist. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Da müssen wir ihn entlassen oder so. Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Ja. Wir machen das Ganze jetzt fertig. Wir werden uns dann noch um die Schafe kümmern. Denke ich. Und ja, ne? Würde ich sagen. So machen wir das.